Hello everybody, my name is Fabian and welcome back. So, in the last days, it was stormy. However, we became a problem because at afternoon, there comes the second storm. And its name called Zainab. Zainab. Yeah, Zainab comes directly to us, and especially in North Germany, it is going up so wild because due to the chat. And this comes up to 300 kilometers per hour. This is extremely quick. Quick. No, not again. Not another emergency. I need to listen. It's Zainab. Or whatever it is. Not Zainab. But anyway, forget it. Der Orkan Zainab kommt am Freitag nach Deutschland und das ist ein richtiges Biest. Denn zum einen gibt es eine explosionsartige Tiefdruckentwicklung. Der Kerndruck fällt um bis zu 40 Hektopascal binnen weniger Stunden. Der Jet liegt auch noch oben drüber, weht mit 300 km/h. Und das Ding nimmt auch noch eine spezielle Form an, also wird ein Shapiro-Kaiser-Zyklon, was bedeutet, dass es nochmal extra viel Wind obendrauf geben kann. So, aber es ist nicht alles schlecht daran, denn tatsächlich ist es so, dass die Kaltfront sehr schwach ist von diesem Tiefdruckgebiet und der Sturm breitet sich auch nicht so stark nach Süden aus, wie noch am Donnerstag, wie tief Jelena das getan hat. Das bedeutet, okay, es gibt auf jeden Fall Orkanwinde, ja, aber vor allen Dingen in Norddeutschland und insbesondere an der Küste. Um 0 Uhr, also um Mitternacht, erwarten wir dort auch die stärksten Winde. Das ist dann ein sogenannter Stingjet. Also da kann der Höhenwind, der Jet, von oben tatsächlich nach unten stürzen. Das ist eine Besonderheit bei dieser Art von Tiefdruckgebieten. Das passiert sonst eigentlich nicht, ist hier aber möglich und ja, produziert dann extrem hohe Windgeschwindigkeiten. Aber der Sturm zieht auch schnell ab, ist am Samstag um 8 Uhr morgen dann auch schon wieder weg. Also man könnte ihn im Prinzip auch fast verschlafen. So, schauen wir aber mal auf die Gefährdungslage, auf die Windgeschwindigkeiten. Da ist es so, okay, es gibt orkanartige Böen auf dem breiten Streifen auch bis in die Mitte Deutschlands. So, dann gibt es Orkanböen im Norddeutschland, da ist auch Hannover dabei, da ist Berlin dabei. Und dann gibt es nochmal eine Region, die Küste, und da gibt es nochmal diese extremen Winde von 140 bis 160 km/h. Und wenn das eintrifft, dann haben wir wohl den stärksten Sturm der letzten Jahre oder sogar Jahrzehnte vor uns, zumindest mal für Norddeutschland. Und wenn die Winde so stark werden und das Ganze auch so schnell darüber zieht, dann müssen wir nochmal über die Sturmflut sprechen, denn es ist auf jeden Fall eine Sturmflut vorhergesagt und an Weser, an Ems und an Elbe könnte es auch eine schwere Sturmflut geben. Also bitte informieren Sie sich über die Wetterlage. Es kann sich immer nochmal wieder was ändern. Das Ganze ist sehr dynamisch. Und ja, das ist der zweite Orkan binnen 72 Stunden, der auf uns zukommt. Also nochmal vorsichtig sein, ehe dann der Wind etwas weiter abnimmt. I'm fucking dead. I'm fucking dead, dude. Yeah, I'm fucking dead, dude.